zur... Was für eine Drecksmusik ist das? Hier ist Hash Tiger, live aus dem Hashmobil mit Driftmeister Mac Allister. Mac, verrat uns deine Driftgeheimnisse. Klar. Es ist wirklich simpel. Man nimmt Tempo auf und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Und damit ein herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge von Need for Speed Payback. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir sind diesmal... Ist das ein Nissan GT? Nee, das ist ein Subaru. Was für ein Modell das ist, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall richtig sexy aus, muss ich zugeben. Auch die Farbkombination, auch die Scheinwerfer, lila sind das, glaube ich, oder? Naja, wie auch immer. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, haben wir hier eine berühmte Person, die nennt sich irgendwie so Hash Tiger oder irgendwie sowas. Und hat jetzt, glaube ich, uns angeheuert, sozusagen ihnen zu zeigen, wie man driftet. Von daher würde ich sagen, steht doch ganz links oben, zeigt drei gute Drifts. Ich bin nicht unbedingt ein Driftenkönig, aber gucken wir mal, wie wir uns jetzt schlagen. Machen wir das also genauso, wie er uns das gesagt hat. Gas geben und hart einlenken. Links einlenken, um zu driften. Das bringt mir definitiv Zuschauer. Okay, das war nicht schlecht. Machen wir es nochmal. Okay, das nicht. Wir brauchen eine größere Kurve, da sieht doch gut aus. Und okay, ich muss noch nicht mehr auf Handbremse drücken, merke ich gerade. Eieieiei, okay. Oh, das war gut, obwohl ich dagegen geknallt bin. L-O-L. Hast du etwa laut gelollt? Cool. Das gefällt dir, ja? Gut, vier Drifts reicht eigentlich komplett aus. Und so macht man das. Los, nochmal. Aber diesmal drück voll durch. Hör zu, ich glaub... Der Kunde hat immer recht. Na schön. Weißt du was? Ich zeig dir meine Lieblingsdriftstrecke. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Fahre zum Zielpunkt. Echt gutes Setup übrigens. Damit kommt man mit Leichtigkeit in die Drifts. Setup? Lass mich raten. Der Wagen hatte schon eine Driftabstimmung, als du ihn gekauft hast. Klar. Wo hast du eigentlich gelernt, so zu fahren? London. Ich war als Kind in der East End Crew, die Autos geklaut hat. Es geht nichts über den Kick, in vollem Tempo durch Kurven zu driften. Krass. Total Gangster, Mann. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich den Dreh ein bisschen raus. Man muss immer gegenlenken. Bist du deshalb in Amerika? Um deiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen? Was? Nein, Mann. Nicht dasselbe. Das hier ist das Land der SUVs, Muscle Cars und endlosen Straßen. Der perfekte Ort für einen Neuanfang. Klingt... Oh, okay. Ich mach dich nämlich close, Alter. Ja, richtig close. Ich kann mich echt glücklich schätzen. Hier nutzen wir aber die Handbremse. Wobei ich merke, bei dem Wagen braucht man noch nicht mal eine Handbremse. Geil. Gibt's dafür eine Art Drift-Button oder so? Drift-Button. Auch nicht schlecht. Einfach den Drift-Button. Genau, okay. Sind wir jetzt am Ziel, ja? 70, 80 Meter sollen wir langsam fahren? Okay, gut. Drift Trial. Drifte, um die Zielpunktzahl zu übertreffen. Je länger du driftest, desto mehr Punkte erzielst du. Versuche, ununterbrochen zu driften, um einen Punktemultiplikator zu erhalten. Eieiei, okay. Musik. Das hier könnte heftig werden, Tiger. Ich hoffe, dir wird nicht schlecht. Soll das ein Witz sein? Ich spiele jede Menge Rennspiele. Okay. Versuchen wir ganz easy. Ah! Das hier ist nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich ja. Bin gerade erst an, okay? Ja, genau. Wir fangen gerade erst mal an. Alles easy. Mach schon! Mach schon! Ach, komm schon! Das ist verrückt! Können wir eine Pause einlegen? Ich fühle mich nicht so gut. Kannst du es noch zurückhalten? Ich versuch's. Nochmal! Yes, sir! Es sieht nicht besonders prächtig aus. War keine gute Idee. Du sagtest voll durch. Der Kunde hatte mal recht. Weißt du noch? Okay. Alter! Nein! Ah, die 42.000. Okay. Halt sofort an! Schön nochmal 2000 Punkte durch einen 360 Grad erhalten. Alter! Mac, ey. Tyler, lange her, Mann. Ja, stimmt. Hey, Mac,
mal eine harte Zeit ohne die alte Crew. Wem sagst du das? Merke ich. Ich habe einen Plan. Du bist zurück? Mann, da bin ich dabei. Einfach so? Du langweilst dich, oder? Aber richtig, Mann. Ist Jess auch dabei? Ich arbeite dran. Hey, Mac. Hm? Hast du eine Aufnahme, wie ich kotze? Mach schneller. Der Arme. Der Arme. Innenstadt von Silver Rock, 3 Uhr. Freunde, das seht ihr gerade schon. Ihr könnt nicht die ganzen Orte jetzt alle ablesen, deswegen muss ich es vorlesen. Ich konnte die Cam leider nicht anders platzieren, deswegen verzeiht mir. Ruhig. Ruhig. Okay, das Schloss ist geknackt. Ich bin drin. Jimmy, gib mir Deckung und achte auf Wachen. Nun seht euch das an. Ihr seid zu spät. Ich hasse warten. Was? Lady, wir sind hier mitten in einem Raubüberfall. Na, Jimmy! Was? Damit ihr es wisst, ihr zahlt für 2 Abholungen. Egal, wer am Ende von euch überlebt. Jesse. Verdammt. Okay, ich kenne da jemanden. Halt durch. Wir schaffen es nicht. Red keinen Quatsch und genieß einfach die Fahrt. Ja, genieß einfach die Fahrt. Genau, genieß einfach die Unfälle hier zwischendurch. Genau so wollen wir doch haben. Ich frag mich. Du gehst ran, jetzt? Jess, Tyler hier. Hast du kurz Zeit? Ja. Hey, bleib auf der Plane. Ich schwör dir, wenn du mir die Sitze vollblutest. Hey, Ty, es ist gerade ungünstig. Sorry. Jess, warte. Ich habe einen Plan. Du meldest dich erst nach 6 Monaten und brauchst etwas von mir? Jess, ich. Tyler, ernsthaft? Ich bin gerade beschäftigt. Oh, Jess ist richtig aggressiv, ey. Der Hauptüberfall im Casino-Bezirk. Ein Täter wurde angeschossen. Fluchtfahrzeug ist ein schwarzer Audi unterwegs Richtung Norden auf der Coolidge Street. Adam 35 bestätigt. Verdammt, Tyler. Ich sagte doch, es ist gerade ungünstig. Ja, bist du bescheuert, Tyler? Lass mich mit dir reden. Hey, Jess. Mac? Ty muss echt verzweifelt sein, wenn er dich mit reinzieht. Ach, Max, du kennst mich. Ich bin nur für die Stimmung da. Machst du mir jetzt Tylers Plan schmackhaft? Quatsch. Ich an deiner Stelle würd's lassen. Er will sich Lina vorknöpfen. Lina? Sie gehört jetzt zum Haus. Ihr beide spinnt doch. Da mache ich nicht mit. Oh! Wetten, dass wir Telefon wird nochmal klingeln? Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Was? Ist das nicht das Haus? Ist nicht das Haus von Ty hier in der Nähe? Oder kommt mir das nur so vor? Sag dem Kerl, Jazz schickt dich. Dann verarztet er dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Na gut, alles klar. Dann erreicht er das Versteck. Das kann nicht so einfach sein. Hier kommen mir gleich irgendwie Polizisten an meinen Hals. Bestimmt. Man hört doch schon den Polizeifunk. Ich meine, bitte. Leute, das kann echt nicht so einfach sein. Und? Ist wieder Zeit? Hör zu, Jess. Der Plan ist narrensicher. Wir brauchen nur deine... Tal, Lina und das Haus? Gib mir Mac. Du kannst nicht anders, was? Du bist interessiert. Der Plan. Wie verrückt ist er? Oh, total verrückt. Polizei. Stunts. Irre Coops. Woo! Lina hat uns vor 6 Monaten fertig gemacht und ihr wollt jetzt gegen sie und das Haus kämpfen? War ich Rev keine Lehre? Diesmal wird es anders. Wir drei gemeinsam können es schaffen. Boah, ich wollte genau perfekt da durch. Ah. Jess, ziehen wir's durch. Natürlich kommt Jess zurück. Ich denk drüber nach. Die Zielperson fährt nach Norden Richtung Liberty Desert. Adam, ein Streifen ist dran. Okay, kommen die Polizisten langsam oder wie sieht's hier aus? Da, ich hab's doch gewusst, Mann. Es wäre sonst viel zu einfach gewesen. Also, gut. Adam, ein Streifchen an Zentrale. Verfolgen den schwarzen Auto. Erreiche den Fluchtpunkt. Ich muss nur den Fluchtpunkt erreichen, sonst nichts. Wow. Ich hab diesen Wagen extra für euch gebaut, Jungs. Lasst uns tanzen. Warte mal, da fehlt aber ein dicker, fetter Spoiler, Jess, ne? Okay, it's time to shine. Der ist echt nicht so krass wie der BMW von vorhin. Ich hab nichts gemacht. Okay, wenn es echt so einfach geht, gut, dann wissen wir für die Zukunft Bescheid. Da ist noch ein Polizeiwagen.
Denver Valley Parkway. Okay. See ya, boy. Schild. Immer schön ruhig. Der Kollege macht mich langsam wütend. Nein, ich wollte da rein, ey. Oh. Ja, ich hätte den Checkpoint verpasst, aber wegen dem Polizeiwagen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Er hat mich aufgehalten. Ich wollte nicht wegrammen und dann zack darüber. Aber hat nicht geklappt. Okay, muss noch die Runde drehen. Wir können noch ein bisschen mit Nitro vorankommen. Zack, 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 zack. Providence Parkway, gut, okay. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Okay. Da wir so kurz vor dem Ziel sind, denke ich, dass wir jetzt durch sind. Das ist doch das Haus von Ty, oder? Das sieht alles so gleich aus. Jess, hey. Also, was deinen dämlichen Plan angeht... Ist nicht... Ja? Treffen wir uns. Wo bist du? Zu Hause. Ich dachte schon, die sagte, ich bin vor der Tür oder so. Das wäre zu einfach gewesen. Das wäre viel zu einfach gewesen. Viel zu einfach. Airfield 73, Nester Morgan. Das ist doch der Airfield, auch den sie beim ersten Mal, wo sie sich getroffen haben, oder? Mit Rev, ja, also. Das ist der dümmste Plan aller Zeiten. Wegen so einem Mist bin ich ausgestiegen. Die beste Crew der Stadt kriegt einen Platz im Rush. Das heißt, wir müssen nur alle Silver Rock Street liegen schlagen, mehr nicht. Mac übernimmt Offroad und Drift und ich nehme den Rest. Ja, und das Haus? Es kontrolliert alles, was in der Stadt läuft. Hier kommst du ins Spiel. Es wird sich irgendwie absichern. Sprich mit deinen Unterweltkontakten, finde raus, wie es läuft und dann klären wir das. Also, wir gewinnen das Rennen, stürzen das Haus und schwimmen dann in Geld. Perfekt. Perfekt? Und Geld. Dina Navarro bekommt, was sie verdient hat. Ihr Idioten bringt euch ohne mich doch sowieso nur um. Ich mach mit. Ja. Rev? Rev? Hm? Rev? Du weißt, wir schaffen das nicht ohne unseren Meisteringenieur. Du redest einen Scheiß. Aber ich kann wohl nicht anders. Ihr könnt auch meine Werkstatt benutzen, aber es gibt Regeln wie... Die Crew ist wieder vereint, Baby! Ruhig bleiben. Hat auch nur einer von euch ein Auto? Ich hab's verloren, meiner Wette, verloren, weißt du? Ich hätte eigentlich geschehen. Es reicht jetzt. Boah, Ralf, Alter. Seht euch hinten um. Da stehen noch ein paar Wagen. Ich bin umgeben von... Ralf, wir wissen, was jetzt kommen wird, aber egal. Der gute alte 87er Buick GNX. Was? Der Golf GTI. Der Begleiter, der kompakt war. Und... Wir gehen erstmal alle Wagen durch und lassen mal Rev reden. Der S2000, Hondas Hommage an die Roadster der 60er. Sein VTEC-Motor zeigt erst bei 9000 Umdrehungen, was er wirklich drauf hat. Ist noch was? Nein, okay. Das bedeutet, wir haben hier ein Buick, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, 275 PS, 230 Höchstgeschwindigkeit, 5,6 Sekunden. Okay, Bremskraft 4,4. Wie sieht es beim Neos? Bremskraft ist deutlich weniger, bei dem genauso viel. Okay. PS 189. Das ist schon ein bisschen mehr. 275 PS, 230 Höchstgeschwindigkeit, 224 Höchstgeschwindigkeit genauso, aber PS ist wenig. Das heißt, der kommt viel schneller, so wie ich das jetzt weiß, an die 230 als der an die 224. PS. Boah, ich glaube, der wird es auf jeden Fall auch sein, denke ich. Ja. 5,9, 5,6. Der kommt zwar am schnellsten an die 100, aber wir werden ja nicht nur bis 100 fahren, sondern eventuell auch ja bis 230, 224 oder 241. Boah, der hat die meiste... Okay, der hat zwar den meisten PS, der ist am robusten, aber... Ich weiß nicht, der tört mich jetzt auch nicht so sehr an. Landung. Ist es besser, dass die Zahlen tiefer sind, also niedriger sind, oder lieber höher? Eine Viertelmeile, 14,17. Boah, ich glaube, der Wagen ist echt... Also von den Werten her sieht der Wagen echt am besten aus. Außer, dass der Honda 10 Kilometer pro Stunde schneller fahren kann und der 5 Kilometer pro Stunde weniger.
Aber vom PS her hat der viel mehr zu bieten als die anderen. Schwierige Entscheidung. Okay, Freunde, ich werde mich jetzt von einen von diesen drei Wagen jetzt entscheiden müssen. Und ich glaube, es wird der Honda sein. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, für welchen Wagen ihr euch entscheiden würdet. So. Deutsch ist eine schwierige Sprache. Ja, es wird der Honda. Es wird der Honda, ganz klassisch. Alter! Gute Wahl. Nichts im Vergleich zu meinen Wagen, aber okay. Ich dachte, du hast sie nur getuned. Oh, dafür erteile ich dir eine Lektion. Ah. Gucken, ob wir mithalten können. Beschleunigung, was? Nicht schlecht. Allerdings wirst du nicht vorne bleiben. Sehe ich genauso. Oh, der Honda hat aber Motor, ey. Oh, geil. Wir gehen das alles mal schön langsam an, um nur ein Gefühl für den Wagen zu kriegen. Alles easy peasy. Das kriegen wir hin. Wie lange geht die Strecke noch? Circa 5 Kilometer. Okay, wir nutzen langsam jetzt mal unseren Nitro. Mach schon, Tyler, das ist ein Rennen. Kein Parkdienst. Ja, Rev, wir wissen, entspann dich. Rev, entspann dich. Wir sind hier hinter deinen Fersen. Was hast du getrieben? Ich hatte die Wahl. Vieles. Gambler arbeiten oder Knast. Und was jetzt? Er hatte Pläne, aber jetzt habe ich ihn überzeugt. Dass wow. Sind als sein. Klar, er fährt eiskalt Offroad. Tyler, du weißt, ich bin damit durch. Wir hatten eine gute Zeit, aber ich bin Mechaniker. Mir gefällt mein Leben hier draußen. Sie hat uns verarscht, Rev. Willst du sie etwa nicht aufhalten? Nein, ich will immer noch wissen, was der Königseck unter der Haube hat. Aber ich bin nicht mehr fertig. Wo ist Rev hin? Ich sehe den nicht auf der Karte. Glaub ich. Ist der immer noch Offroad unterwegs? Nee, ich bin Erster. Wenn ich Erster bin... Ah, fuck, boah, das hab ich ja gar nicht gesehen. Woo! Ah, okay. Oh, da kommt Offroad. Oh, das sind aber schöne Kurven, ey. Das sind schöne Kurven, ey. Immer ein erstes Mal. 500 Meter haben wir noch. Ich muss sagen, der Honda gefällt mir auf jeden Fall. Ja, lässt sich schön fahren. Gut lenken. Beschleunigt ordentlich. Für die ersten Verhältnisse auf jeden Fall. Ich meine, damit kann man arbeiten, denke ich. Erster Platz. 1 Minute und 45 Sekunden und 56 Millisekunden. 236. Was ist das? R? Speedkarten. Speedkarten verbessern die Leistung deines Wagens. Gewinne Events, um Speedkarten zu erhalten. Alles klar. Wie groß werden noch die Karten? Okay. Mittlerweile nicht mehr, oder? Okay, gut. Ich würde sagen, ich mach's Augen zu, aber das bringt ja nichts. Obwohl doch, ich weiß ja nicht genau, wo das ist. Stopp. Mitte oder wo sind wir? Okay, Mitte, gut. Gut, dann gucken wir mal, was dabei rauskommen ist. Nitro. 4 Block Nitro. Bauen wir direkt ein, oder? Klar, bauen wir direkt ein. Hey Mac, wo wollt ihr beiden denn hin? Rev hat nicht alles auf Lager. Wir fahren zum Händler, um mir Offroad-Räder zu besorgen. Cool. Oh ja. Kannst du dir das leisten? Ich könnte dir was leihen. Nein, passt schon, Schwester. Ich hab Schwester. Oh. Ist ja eine richtig geile Familie, ey. Finde ich richtig top. Richtig, richtig nice. Händler. Jeder Händler ist auf einen anderen Setup-Typ spezialisiert. Es gibt 5 verschiedene Setup-Typen. Racer, Drift, Offroad, Drag und Runner. Alles klar. Verwende dieses Setup für Offroad-Events. Diese Wagen und Trucks sind auf Offroad-Kontrolle und Sprünge spezialisiert. Was haben wir denn ein schönes? Der WRX-STI, mein Liebling. Oh, er hat zu beiden was gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Ich hätte lieber ruhig sein müssen. Boah. Ey, der Subaru sieht richtig sexy aus. Ey, der Subaru sieht echt sexy aus. Den kann man richtig nice tunen. Aber das ist ja ein Wagen für Mac, oder? So wie ich das jetzt sehe. Und Mac dürfte jetzt nicht unbedingt einen Subaru haben für Offroad. 346 PS. 305 PS. Ah, der hat natürlich mehr Leistung, klar. Höchstgeschwindigkeit 230. 237, das ist nichts.
Das geht vollkommen klar. Eine Viertelmeile. 13,9. 13,97. Das geht vollkommen klar. Bremsreaktion hat der. Der hat bestimmt viel mehr Bremsreaktion. Klar, aber schon. Aber irgendwas mit Sprung und Landung müsste bei dem besser sein, oder? Da, Landung. Okay, gut. Alles klar. Wir nehmen den Land Rover Defender 110. Für 50.000 Euros. Ich glaube, ich kann schneller laufen, als das Ding fährt. Autsch, schon okay, Baby. Das meint sie nicht so. Jetzt oh. Muss ich dich platt machen. Ein Rennen zum Airfield? Boah, der Wagen geht auch ab dafür, dass es ein Jeep ist. Ist in Ordnung. Es ist doch klar, dass hier Verkehr ist. Du nimmst die Straße, ich fahr Offroad. Bist du dabei? Ah! Jazz. Machst du das hier wirklich, Mac? Was meinst du? Wir kriegen mega Kohle und wischen Navarro 1 aus. Was gibt's Besseres? Ja, was gibt's Besseres, Alter? Zeit mit einem persönlichen Kreuzzug, aber du? Okay, Klartext, Jazz. Nach unserer Trennung musste ich Geld verdienen. Das heißt, ich musste auch für das Haus arbeiten. Nach unserer Trennung? Moment. Du hast getan, was nötig war. Ja, mein ganzes Amerika war ein Risiko. Außerdem. Wie fährst du? Wie fährst du, Reed? Es ist echt schwieriger, also es lässt sich auf jeden Fall bemerken, dass es Offroad schwieriger ist, als auf dem Asphalt zu fahren. Kann man hier durch? Okay, man kann hier durch. Wie viele sind wir eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Wir hatten 6 Monate nichts von ihm gehört, aber jetzt ist er zurück und fest entschlossen. Ich lasse einen Freund nicht alleine in den Krieg ziehen. Oh, ich wusste es doch. Ja, yeah. Jess ist so eine richtig coole Frau, Alter. Jess, ich kenn dich. Du kannst einfach nicht anders. Da kriegen sie doch. Ah, okay. Gut, zweiter Platz. Macht nichts auf jeden Fall. Haben wir Screenshot gemacht. Aber dafür kriegen wir schon mal die ersten so Gefühle für die Wagen. Von daher alles gut. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nein, okay. Das war immer noch der Audi, oder? Ich dachte, sonst hätte sie ihren BMW zurückbekommen von vorhin. Speedkarte, genau dasselbe. Machen wir aber, fucken wir nicht lang rum. Ziehen wir direkt das linke. Was ist denn? Beschleunigung. Kann man nehmen. Du kannst mit deinen Speedkarten auf mehrere Arten verfahren. Ausrüsten, verkaufen, eintauschen und in Garage schicken. Schicke diese Karte zu Rev in die Garage. Alles klar. Oh. Okay, nichts anderes aussehen, von daher. Schick es in die Garage. Mal gucken, was jetzt noch ansteht. Ich gebe zu, ich dachte nicht, dass du das schaffst. Man gewinnt nun mal nicht, wenn man nichts riskiert. Wenn du meinst. Na, ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Dito! Sollen wir diesen Sprung hier wagen? Hey Rev, wie läuft's? Dessen Wagen hast du da, Mac? Warum fährst du nicht mal in die Werkstatt? Bin gleich da. Ich will nicht mehr Offroad fahren. Ist der Airfield eigentlich jetzt dicht? Oh, sieht schon sexy. Oh, die fahren vorbei. Okay, gut, alles klar. So, ich glaube, jetzt sind wir in der Werkstatt, oder? Wenn jetzt keine Unterhaltung mehr kommt. Ich habe euch hier Platz für eure Wagen freigemacht. Hier kannst du deine Wagen tuned, lagern und verkaufen. Ah! Ihr könntet vielleicht als erstes ein paar Upgrades durchführen, um ein bisschen mehr Leistung aus diesen Autos rauszukitzeln. Ich habe noch ein paar Teile rumliegen, aber räumt anschließend wieder auf, okay? Alles klar, Chef. Gut, Leistungstuning. Wähle deinen Offroad-Wagen und dein Leistungstuning. Rüste die Kopf-Speed-Karte aus, die du in der Garage geschickt hast. Okay, gut. Platinum Carpack. Du hast das Platinum Carpack erhalten. Stütze dich in der Action auf den Straßen von Fauchio Valley. Mit sofortigem Zugang zu 5 einzigartigen speziell getunten Kultautos mit exklusiven Platinen bauen Neons Reifenqualm. Sieh dir deinen im Payback Platinum Carpack enthaltenen Wagen im Lager an. Alles klar. So viele Sachen zu lesen. Deluxe Edition, du besitzt die Deluxe Edition. Hebe dich dank exklusiver Individualisierungsobjekte von der Masse ab und starte Ingame-Rabatten, Rap-Boni sowie 5 Lieferungen voll durch. Sieh dir dann im Payback Platinum Carpack enthaltenen Wagen im Lager an. Alles klar. Kommt noch was? Nein. Gut. Oh. Oh, sweet, sweet, sweet. Rackslot. Okay. Oh, sind die sexy. Gut. Freunde, ich würde sagen, das Tuning
machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt das gerne auch kommentieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Für euch natürlich kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Ich küsse eure Augen. Ciao!